Heute ist der letzte Tag, den wir noch in dieser Wohnung sind. Beziehungsweise eigentlich, wir fahren gleich los und gestern war noch eine krasse Party, oder? Wie war die Party so? Stimmung? Yeah. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ich konnte nicht gut schlafen. Ja. Gestern hatte irgendjemand die grandiose Idee, einfach Knäckebrot zu fressen. Weil du sonst nichts zu essen in deiner Wohnung hast, du. Eigentlich wir hatten gestern alles so schon aufgeräumt. Jetzt müssen wir gleich nochmal hier durchwischen, damit Weilam nicht gleich die Krätze bekommt. Weilam, das ist deine neue Wohnung. Viel Spaß. Was sagst du, das ist jetzt deine neue Wohnung? Guck mal, guck dich mal um. Hast du Bock, als erstes erstmal aufzuräumen? Ich glaube, ich breche den Vertrag auf. Ja. Ich warte 2 Stunden, wenn ihr es nicht fertig habt, gehe ich nach Hause. Du bist zu Hause. Ja, eigentlich warten wir jetzt nur noch darauf, dass es 12 Uhr ist. Dann holen wir Ivy ab und dann geht's schon los. Das wird so cool, ich freue mich richtig doll. Ich glaube, wir fahren so ungefähr 9 Stunden bis nach Frankreich, bis nach Calais. Und von dort nehmen wir dann die Fähre. Und ich bin mega gespannt, wie Ivy darauf reagieren wird. Können Hunde seekrank werden? Wird sie kotzen? I don't think so. Und Nick, wie geht's dir zum dritten Mal? Schlecht. Jetzt, weil ich zum dritten Mal dasselbe labern muss, weil du das Mikro ausgemacht hattest. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Wohnung? Cheese. Cheese Wohnung, cheese. Cheese Weilam, cheese. Cheese Sandra, cheese. Jetzt geht es los. Ich werde die erste Tour fahren. Ich werde nicht die erste Tour fahren. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Cheese. Wir fahren. Boah, ich bin richtig hippelig, ey. Ich freue mich richtig doll. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir das jetzt wirklich machen. Das ist crazy. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie Ivy sich freut, wenn wir sie lange nicht gesehen haben. Hallo Ivy! Oh, hallo Miron! Hallo Ivy! Na du! Na du! Gott, bist du verrückt, Alter, was ist denn mit dir los? Na Ivy, jetzt geht's los! Ich weiß ja schon. Jetzt geht's nach London und die Familie ist zusammen. Tada! Fahrt einfach niemals mit Dennis irgendwo hin, denn er ist einfach der größte Trottel unter Gottes Sonne. Was braucht man, wenn man in eine neue Wohnung zieht? Vielleicht einen Schlüssel, den man extra vorher abgeholt hat und vorher nach London geflogen ist und Dennis den dann zu Hause liegen lässt und wir jetzt ohne Schlüssel nach London fahren und keine Ahnung haben, wie wir in die neue Wohnung kommen sollen. Aber good thing ist, wir haben es ein bisschen früher gemerkt und du Genius hättest auch mal merken können, als wir noch zu Hause waren. Ja, es ist tatsächlich mein Fehler, dass ich hätte denken müssen, dass du einfach der größte Trottel bist und den Schlüssel irgendwo zu Hause lässt. Hey, dafür habe ich jetzt schon unserer Maklerin geschrieben und sie gefragt, ob wir... Ob sie Sonntag um 4 Uhr morgens aufstehen möchte, um uns einen Schlüssel zu bringen. Ich kann dir die Antwort schon voraussagen. Es ist ein Emergency, ich habe ihr geschrieben. Das ist mega dumm. Aber es bringt ja auch nichts, deswegen jetzt schlechte Laune zu haben, weil das bringt den Schlüssel auch nicht her. Also machen wir einfach das Beste draus. Um 9 Uhr macht ihr das Office schon auf, also dann können wir auch den Schlüssel abholen. Wir haben auf jeden Fall noch einen und das Gute ist, dass morgen eine Freundin nach London kommt, die bringt dann den Schlüssel mit. Also es ist alles gar nicht so schlimm. Also guck mal. Fuck you. Just fuck you. Wir sind in Holland! Also. Yay! Gut, dass wir extra Priority gebucht haben, aber Ivy ewig brauchte. Ja, jetzt ist Ivy schuld. Wer sonst? Ja, weil... Na, dafür kommen wir aber 1 Stunde früher nach... Ne, 2 Stunden früher. Noch 2 Stunden länger, die wir die Nacht irgendwie totschlagen müssen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Aber es war cool, ich freue mich voll auf den. Und Ivy ist auch happy. Und die ist happy, dass sie jetzt endlich mal ausgefressen haben. Und geschissen. Und geschissen. Boah, da kam was raus, ey. Wir sind jetzt auf der Fähre und haben mit Erschrecken festgestellt, dass sie nichts Veganes zu essen haben. Wow, wen verwundert es wirklich? Ich zeig euch mal kurz, wie cool es hier aussieht. Ich habe hier so einen großen... Esser. Milk, was ist, wenn das so ist?
Wie auf der Titanic. Ist das so ein Titanic-Boot? Wenn wir jetzt untergehen, dann sterben wir. Leute, es ist das erste Mal, dass ich auf einer englischen Straße fahre. Wir fahren hier gerade auf der linken Seite und es fühlt sich ziemlich geisterfahrerisch an, to be honest. Ich glaube, ich fahre auch so 100 zu langsam, aber... ich meine... Oho, wir sind da! Alles voll bunter Lichter. Darum ist London cool, weil hier alles voll bunter Lichter ist. Freunde, wir sind angekommen! Ja, wir haben uns jetzt eine Suite im Hilton Hotel gegönnt, ne, weil Schlüssel. Nein, Hilton klingt immer mega fancy, aber ist gar nicht so teuer. Also ist eigentlich so wie jedes andere Hotel, deswegen geht voll klar, aber Hilton klingt schon fancy. Nein, das müsst ihr zugeben. Just saying, unser Hund war heute in, ist das fünfte Land, in dem sie ist. Mhm. Wir sind nämlich heute, also Deutschland, dann sind wir durch Niederlande gefahren, durch Belgien, durch Frankreich und jetzt ist sie in England. Crazy shit, oder? Ortszeit 3 Uhr, das heißt bei euch ist es jetzt 4. Und wir pennen jetzt 4 Stunden. Und dann geht's weiter. Es ist 7. Oh fuck, warum bin ich schon wach? Tschüss, Welt, tschüss. So. Zweiter Versuch. Jetzt ist es. Okay, gleich 8. Mick ist auch am Start, der sitzt da hinten. Aber er ist kamerascheu. Und dann kriegen wir unseren Schlüssel. Schon wieder ein Déjà-vu. Ich hatte schon dieses Treffen, um mir den Schlüssel abzuholen, irgendwann vor kurzem. Und zum Glück habe ich den extra hier abgeholt. Do your thing. Wir sind in der Wohnung angekommen, mal wieder, aber mich habt ihr ja schon gesehen und meine Reaktion. Es ist ja viel interessanter, jetzt mal Mick zu sehen. Und, how is it? Gudo. Happy to be here now? Ja, gleich, wenn wir alles ausgepackt haben, dann. Yes. Wir sind gerade so dabei, das Bad einzuräumen. So, ne? Das sieht schon alles nett aus, kann man nicht anders sagen. Aber wir haben keine Steckdose. Bisschen shitty, wir haben hier sowas. For shaver only, das da, für so Mini-Shavers vielleicht, Light, unsere elektrischen Zahnbürsten können wir nicht machen, Haare füllen können wir nicht machen, oder wir sind dann, wir finden sie noch nicht, aber wir sind jetzt hier, das ist cool, und, oh, noch besser, ich habe nämlich endlich das Bett richtig bezogen, da ist nix Decke und ich bin ziemlich mad, weil ich nämlich eigentlich meine Bettdecke mitnehmen wollte, aber jetzt hat er seine mitgenommen und meine nicht, und jetzt muss ich mit dieser scheiß Decke hier aus, die ich bei am Primark gekauft habe, weiterschlafen. Ivy ist auch mad am Swaggen. Ivy! Zu voll, um den Kopf zu heben. Jeez. Wir waren gerade im Heidepark. Im Heidepark mit Ivy. Und ja, haben gerade verschiedene Routen getestet, die wir Gassi gehen werden. Und man muss wirklich sagen, sie macht das gleiche wie auch in Potsdam. Sie ist ein Eyecatcher. Mhm. Und Love hier, Magnet. Ja, hier rufen uns Leute hinterher. Oh, she's so pretty. Und ja, wir sind jetzt. Oh, man sieht ja schon, wir sehen jetzt wieder richtig nach uns aus. Hier alles schön voll gemüllt. Yeah. Sieht aus wie eine Cross-Tree Family Wohnung. Hi.